Ja, liebe Freunde, willkommen zurück. Danke fürs Einschalten zum vorletzten Rennen dieser Saison, zum vorletzten Rennen im F1 Manager. Und zwar sind wir in Sao Paulo in Brasilien. Und man sieht schon, zumindest links, wir starten mit Daniel Ricciardo tatsächlich auf Platz 2. Warum das so ist, ist schnell erklärt. Es gab ein absolutes Regenchaos. Und ich habe mich irgendwie mit Lando Norris komplett verpokert. Dementsprechend starten wir mit Lando Norris auf Platz 17. Das ist natürlich eine Katastrophe, aber hilft nichts. Das heißt, wir müssen mit ihm irgendwie versuchen, das Feld von hinten aufzuräumen, und die Punkte müssen wir in diesem Part mit Daniel Ricciardo machen. Ich zeige euch kurz mal, was passiert ist im Qualifying. Tatsächlich ist es so, dass wir hier eigentlich auf Platz 6 gelandet sind, aber hier gibt es lauter Startstrafen, weil sie natürlich auch immer wieder ihre Teile wechseln, die vom Antriebsstrang. Und hier sieht man, wie ich es verbockt habe mit Lando Norris. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Es ist schon ein bisschen her bei mir. Aber auf jeden Fall habe ich es ordentlich vergeigt. Und dementsprechend müssen wir halt jetzt schauen, dass wir da irgendwie nach vorne kommen. Ich werde trotzdem natürlich optimistisch bleiben. Schauen wir mal kurz auf die Streckeninfo. Die zeitlichen Erwägungen. 24 Sekunden Boxenstopp. Beziehungsweise Zeitverlust in der Boxengasse ist nicht ganz so wenig. 67% Safety Car Wahrscheinlichkeit. Und von den Strategien her gibt es hier wenig mit soften Reifen. Theoretisch könnten wir mit Ricciardo die unterste Strategie fahren mit den soften Reifen, diese 15 Runden, um eventuell einfach so lange, wie es irgendwie geht, an Charles Leclerc dran zu bleiben, der auf Platz 1 startet. Das könnten wir versuchen. Damit würden wir vielleicht ein bisschen Zeit rausfahren, um einfach weit vorne dran zu bleiben. Und da wir sowieso Probleme haben werden mit dem Überholen, würde ich sagen, werden wir mit Norris auf jeden Fall dann eine etwas konservativere Strategie fahren. So, wir sehen hier, die Zeitunterschiede sind minimal. Also die hier sind eine Sekunde schneller. Eben aufgrund dessen, dass wir so weit vorne starten, würde ich sagen, nehmen wir trotzdem die unterste Strategie mit den soften Reifen. Und dann können wir entscheiden, ob wir auf die harten oder auf die medium geben, je nachdem, wie sich so ergibt. Wir können nur schauen, dass wir eventuell da eine Runde früher reinkommen. Das ist die Auslastung, ja, jetzt sind wir da schon ein bisschen besser dran. So in der Richtung würde ich es machen. Gut, und dann schauen wir mal, wie wir bei Lando Norris machen. Also wir sehen hier, die Strategie gefällt mir relativ gut. Medium, Medium, Hard. Theoretisch können wir sogar auf den harten beginnen. Und dann, wenn das Feld sich so ein bisschen auseinanderzieht, dass wir dann halt auf die Medium gehen nachher. Weil das Problem ist, wir haben jetzt dann auch lauter Autos vor uns, die dann halt langsamer sind. Wir haben die Williams vor uns, wir haben die Aston Martins vor uns. Ja gut, aber andererseits mit dem Medium kommen wir leichter vorbei. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach die Taktik. Wir schauen, wie sie sich entwickelt. Von den Reifen her sehen wir, dass wir so ein bisschen pushen können. Zumindest dann später in dem Stint oder ein bisschen früher reinkommen. Das müssen wir uns dann anschauen. Kraftstoffverbrauch liegt bei ca. 1,4. Das sollte ich mir auch mal aufschreiben. Boah. Wenn ich da irgendwas finde. Ich habe eigentlich nichts zum Schreiben, da liegen nur Rechnungen. Läuft bei mir. Rechnungen und eine Burger King-Serviette. Na gut. Okay. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wir lassen das jetzt auf uns zukommen, Leute. Daumen drücken. Ist das schön, oder? Wir in der ersten Startreihe. Es ist schon ziemlich verrückt. Wir sehen auf jeden Fall, dass Leclerc auf den Medium startet. Danach haben wir einen Mercedes. Und jetzt, wieso habe ich keinen Sound? Okay, da. Es ein hartes Stück jetzt geht's. Arbeit, einen Podiumsplatz zu erreichen. In wenigen jo. Legen wir los. Jetzt müssen wir schauen, ob der Sound nicht zu laut ist. Dahinter haben wir nämlich gleich einen Haas. Schauen wir uns vielleicht die Startaufstellung dann gleich nochmal an. Ah, es ist leider wirklich ein bisschen zu laut. Sorry dafür. Aber es ist immer schwierig, wenn man mehrere Spiele auf mehreren Kanälen aufnimmt. So, wir sehen hier auf jeden Fall Hamilton. Dann sehen wir beide Haas mit Schumacher und Magnussen. Ganz spannend. Dann Gasly, Bottas. Bottas und Gasly natürlich zwei, die da eigentlich vorne durchaus, also auf den Plätzen, was zu suchen haben. Und ja, Norris hinter den beiden Williams. Das heißt, da müssten wir schauen, dass wir gleich mal vorbeikommen. Aber ich bleibe jetzt mal auf Daniel Ricciardo drauf. So, da müssen wir mal kurz schauen. Also, oh, der verliert hier schon den Platz an Hamilton, so wie es aussieht. Und schon gelbe Flagge. Konkurrent mit einer Reifenblockade. Keine Ahnung, wen es da erwischt hat. Tsunoda, okay. Jo. Also schauen wir mal. Norris hängt jetzt hinter den Williams fest.
Und schon wieder gelbe Flagge. Wer ist da draußen? Das ist Joe im Alfa Romeo, okay. Aber vielleicht kriegen wir den Norris irgendwie am Williams vorbei. Sonst werden wir vielleicht gleich jetzt mal ERS einsetzen. Schauen wir mal. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt an Danny Ricciardo dranbleiben. Wir sehen hier, dass er schon mal, er ist jetzt schon aus dem DRS-Fenster raus. Und es ist nicht mal noch an. Das heißt, wir werden mit der Pace von Leclerc, obwohl der mit dem Medium-Reifen fährt, nicht mitgehen können. Das heißt, wir sollten vielleicht eher spekulieren, dass wir mit Hamilton ein bisschen mithalten. Vielleicht gelingt uns das besser. Also Hamilton wird wahrscheinlich jetzt bald mal versuchen, an uns vorbeizugehen, während Norris hier das auch schon versucht. Aber hier vorne ist das Feld nach wie vor so eng, auch mit Stroll und so weiter, dass uns das hier überholen wahrscheinlich gar nicht so viel bringt. Aber versuchen wir es. Versuchen wir vorbeizugehen. Und dann schauen wir uns gleichzeitig hier immer wieder an, wie es da oben läuft mit Ricciardo. Der hat schon 1,5 Rückstand, also Leclerc ist weg. Den werden wir nicht kriegen. So, schauen wir mal Norris. Norris versucht das jetzt. Hier wäre dann, glaube ich, ein DRS-Fenster. Also ein DRS-Abschnitt, sagen wir so. Ja, und mit Hamilton gemeinsam haben wir dann schon eine gute Sekunde auf Schumacher. Was nicht schlecht ist. Also wenn wir auf das Feld hier ein bisschen Abstand rausfahren könnten mit Hamilton gemeinsam und dann dem dran kleben, dann wäre es vielleicht nicht so schlecht. Rundenzeit sind wir minimal langsamer als Hamilton. Also da können wir dann vielleicht wirklich mithalten. So, wann probiert es Norris vorbeizugehen, ist die Frage. Es ist halt wirklich, da hängst du dann halt direkt am nächsten fest. Deswegen ist die Frage, ob es wirklich Sinn macht, hierfür das ERS auszugeben. Ich tue es jetzt mal weg, um ehrlich zu sein. Er geht hier jetzt auf jeden Fall mal vorbei. Gehen wir mal auf doppelte Geschwindigkeit. Und sobald Hamilton vorbei ist an Ricciardo, wechseln wir wieder auf Ricciardo. Das müsste dann eh bald passieren. Der wird sicherlich irgendwann attackieren, aber wir haben wirklich eine Sekunde gut auf Schumacher. Das ist super. So, jetzt müssen wir nur schauen. Spätestens im nächsten DRS-Fenster oder DRS-Bereich wird Hamilton vorbeigehen. Das müsste jetzt dann die Stadtzielgerade sein als nächstes. Schauen wir jetzt einfach mal rüber. Und da sehen wir eben schon diesen leichten Abstand. Und wenn die beiden Haas hier das Feld dahinter ordentlich aufhalten, dann machen wir vielleicht mit Ricciardo echt gute Punkte heute. Wisst ihr eigentlich, ob der Motorensound unterschiedlich ist bei den Autos? Weil ich spiele ja meinen privaten Safe mit Mercedes auf der PS5. Mir kommt vor, der McLaren hier klingt anders. Aber vielleicht lag es einfach auch nur an der Perspektive gerade, weil die nutze ich nie. So, jetzt versucht Hamilton vorbeizugehen. Hamilton ist vorbei. Wir können dann aber gleich wieder zurück angreifen, weil jetzt haben wir DRS. So, jetzt müsste die Klappe gleich aufgehen. Und damit sind wir wieder vorbei. Wobei, schaut mal. Also der Mercedes ist eigentlich im DRS fast nicht langsamer. Aber, Gasly hat da die beiden Haas schon überholt. Dementsprechend wird Gasly wahrscheinlich versuchen, hier an uns auch irgendwie dran zu bleiben. Der wird ordentlich Gasly geben. Aber, ja. Er hat 0,8. Der klebt jetzt wieder dran, das ist blöd. Nein, und jetzt Ricciardo mit dem Dreher. Wie lange braucht er zum... Fahr doch wieder raus. Wie lange wartet er noch? Lässt er jetzt wirklich das ganze Feld passieren? Ernsthaft? Warum fährt er nicht weiter? Boah, das nervt. Warum fährt er nicht einfach raus? Ach Gott, echt. Jetzt sind wir von P2 auf P20 gerutscht innerhalb von 5 Runden. Großartig. Gut, wir konzentrieren uns auf Lando Norris. Bei dem übrigens der Treibstoff ordentlich runtergeht. Und da habe ich jetzt mal eine Frage an euch. Ich mache die Trainings ja immer so, dass ich hier auf die niedrigste Auslastung gehe bei Reifen und bei der Motorleistung. Kann es sein, dass dann die Kalkulation des Teams vom Treibstoffverbrauch her auch davon berechnet wird? Denn das würde dann nämlich bedeuten, dass sie hier so viel Treibstoff reinladen, wie ich im Training mit den konservativsten Einstellungen verbrauche. Und dementsprechend bin ich hier jetzt immer extrem knapp dabei. Und so wie es jetzt gerade bei Norris aussieht, könnte es sogar sein, dass es nicht ausgeht. Schauen wir mal. Also wir müssen schauen und das beobachten und dann eventuell konservativer werden. Wobei, das ändert sich, ich glaube,
Die Auswirkung liegt nur ungefähr bei 10% oder so, was wir da machen. Was man da umstellt. Also im Endeffekt hier sehen wir den Unterschied. Ricardo macht gerade Plus und hat jetzt nicht so viel mehr drin. Aber es ist schon ein bisschen schräg, dass Norris so viel mehr verbraucht, obwohl der eigentlich im Windschatten fährt. Ricardo hatte keinen. Jetzt gab es einen Unfall. Gelbe Flagge, wen hat es erwischt? Boah, das ärgert mich so mit Ricardo. Ocon hat es erwischt, okay. Schauen wir uns gleich an. Da haben wir Esteban Ocon. Ja, okay, der dürfte sich den Frontflügel zumindest zerstört haben. Also ein bisschen Zeit wird er verlieren. Damit Ricardo nicht mehr letzter. Hey, läuft bei uns. So, Norris an Albon dran. Hat jetzt DRS. Albon nicht. Das heißt, er kommt da schon näher. Und ist im nächsten DRS-Fenster. Und nächste gelbe Flagge. Also Norris, Bottas jetzt, okay. Aber da ist nicht wirklich was passiert bei Bottas. Magnussen hat es da erwischt. Hat Bottas Magnussen abgeschossen? Was war denn jetzt los? Ah, so unabhängig voneinander, glaube ich. Gleiche Kurve wie vorhin bei Ocon. Ja gut. So. Vettel hat sich auch gedreht. Was ist denn jetzt los? Chaos pur in Sao Paulo. So, Norris geht hier vorbei. Das Problem ist, die nächsten vor ihm werden ein bisschen schwieriger. 3,5 Sekunden Rückstand auf Perez mittlerweile. Und die Rundenzeiten sind nicht so viel schneller als bei Tsunoda oder einem Russell hier. Ja, schauen wir, ob wir da noch in die Punkte kommen. Albon hat jetzt zurück überholt. Können wir hier einfach mal auf vierfache Geschwindigkeit, weil so viel tut sich jetzt dann nicht, wo wir zumindest eingreifen müssten. Also schauen wir mal, jetzt kommt wieder die Gerade bei Norris. Ricardo ist mittlerweile auf P17. Norris ist wieder vorbei, wird aber jetzt wahrscheinlich wieder zurück überholt. So ist es. Ja, im DRS-Fenster sofort wieder die Retourkutsche. Ich gehe jetzt mal hier auf Sparen, bis wir endlich mal wieder im Plus sind. Aber es macht wirklich kaum Unterschied, wie man hier sieht. Also wird jetzt nicht so krass sein. Ah, jetzt sind wir sogar vor Albon geblieben, obwohl der DRS hinter uns hatte. Müsste halt schauen, dass man jetzt mal wegkommt. Sie sich jetzt in der Runde nicht ausgegangen. Jetzt kommt er wieder ran. Wenn wir jetzt vorne bleiben, jetzt sind wir bei 0,0, dann setze ich jetzt mal ERS ein, dass wir hier ein bisschen davon ziehen, dass er eventuell hier jetzt aus dem DRS-Fenster rutscht. Da sind wir schon eine Sekunde vorne. Ja, hat geklappt. Gehen wir wieder auf neutral. 1,7 vorne, das heißt Albon kann sich im DRS jetzt nicht mehr an uns ransaugen. Wie schaut es bei Ricardo aus? Der hängt hier hinter Latifi fest. Leclerc mit dem nächsten Ausrutscher. Also unglaublich, was da abgeht heute. Aber ganz spannend. Der Norris müssen wir halt jetzt schauen, ob der irgendwie der Zeit gut machen kann. Auf Tsunoda ja, auf Schumacher, auf Alonso theoretisch auch ein bisschen, aber da noch in die Punkte zu kommen, na, kann schon schwierig werden. Werden wir sehen. Und bei Ricardo, ja gut, der muss halt jetzt vorbeigehen. In zwei Runden öffnet bei Ricardo schon das Boxenstoppfenster. Also ich würde schauen, dass wir jetzt vielleicht echt vorbeikommen hier an Latifi. Ich meine, gut, wir haben sowieso das DRS, also eigentlich brauche ich das jetzt gar nicht. Aber wir sagen uns jetzt ordentlich ran. Damit wir jetzt hier vorbeigehen können. Gehen wir nochmal auf Overtake. Bei Norris tut sich gerade nicht viel, deswegen können wir jetzt gerade hier kurz drauf bleiben. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen ein Problem mit den Reifen. Schauen wir auch, dass wir hier ein bisschen einen Abstand rausfahren. Wir müssen ja echt bald jetzt leider rein mit Daniel Ricciardo. Ich mag die Strecke voll gern. Ich kann mich noch gut erinnern an die Zeiten von den ersten Formel 1 Spielen, die ich so hatte. Das war so 98 bis 2000. Da war das, glaube ich, immer die zweite Rennstrecke im Rennkalender. Da war die erste immer Australien.
Deswegen ist es auch, glaube ich, eine meiner Lieblingsstrecken und die Strecke, die ich wahrscheinlich am besten kann mit Österreich. Und dazu eben noch, dazu kam dann eben als zweite Rennstrecke, glaube ich, Brasilien, wenn ich mich nicht täusche. Die war immer ganz lustig zu fahren. Weil ich den Anfangsbereich ganz cool finde. Wieder jemand gedreht. Schumacher haben die Räder blockiert. Oh, das ist gut. Das heißt, wir sind mit Norris schon dran. Hier wären schon die Punkte. Jetzt müssen wir mal schauen, haben wir, wie viel haben wir noch Okay, wir gewinnen 0,5 momentan auf Tsunoda. Aber sind dann langsamer als der Rest. Das heißt, schauen wir mal. Joe ist auch schneller als wir gerade. Fährt auch auf Medium. Aber er hat halt wahrscheinlich das schnellere Auto. Lassen wir es auf uns zukommen. Mit Ricardo müssen wir auf jeden Fall bald in die Box. Also wir sind schon hier im Zeitfenster. Wir sehen hier, dass es alles relativ knapp bemessen ist. Also wir können schauen, dass wir eine Runde früher reinkommen. Weil die Harten hier noch ein bisschen Spielraum haben. Die Medien sind dann schon ziemlich an der Grenze. Also ich würde sagen, wir werden ihn ja doch eigentlich jetzt reinholen. Ist dann eine Runde früher als geplant. Ich glaube, dass es mit den Reifen klüger ist. Das heißt, wir pushen jetzt nochmal bis... er die Runde hier fertig gefahren hat. Damit wir noch ein bisschen Zeit gut machen. Reifen stark überhitzt. Das werden sie jetzt noch überleben müssen. Da kommt Ricardo. Und fährt jetzt in die Box. Und ist schon wieder raus. Die Frage, wo er rauskommt. Kommt er noch vor Ocon raus? Nee. Aber vielleicht... Na doch. Geht sich tatsächlich aus. Gar nicht so schlecht. So, wie schaut es bei Norris aus? Fenster öffnet erst in 2 Runden. Das heißt, da haben wir noch Zeit. Übrigens, das ist ganz interessant. Wenn du wirklich mal im Minus bist beim Treibstoff, ist mir aufgefallen, wenn du dann halt kurz mal so 1-2 Runden sparst und im Plus bist, dass das Plus dann eigentlich bleibt. Also komischerweise war es bei mir jetzt meist so. Gasly ist in der Box. Oder an Gasly sind wir vorbei mit. Oh gut. Mit Norris, das bringt jetzt natürlich nicht so viel, weil wir jetzt gleich in die Box müssen dann bald mal. Aber wir sind gerade auf P9 immerhin. Ich bin gespannt, ob wir es noch irgendwie hinkriegen, heute Punkte zu machen. Aber dazu müssten wir wahrscheinlich Glück haben und der Safety Car, würde ich mal vermuten. Naja, so. Die Frage ist, was fährt ein Ricardo dann für Rundenzeiten? Achso, müssen wir noch abwarten. Jetzt ist Ocon hinter ihm. Wieder gelbe Flagge. So. Jetzt 1,15. Also ziemlich gleich wie Norris mit den abgefahrenen Medium-Reifen. Jetzt nicht so der Burner. Von den Rundenzeiten her. So, wann holen wir ihn rein? Ja, eh so wie geplant ist, würde ich sagen. Norris kämpfte währenddessen mit Gasly. Um Platz 9. So, jetzt sind einige in der Box. Aber da sieht man schon, wie krass die Abstände sind. Also wir kommen da so gerade irgendwie an denen vorbei. Und da kommen jetzt dann 24 Sekunden dazu. Damit sind wir relativ weit hinten. So, nächste Runde holen wir ihn rein. Da wechseln wir wieder auf die Medium. Oder sollen wir auf die Harten gehen? Schwierig. Ich würde sagen, wir gehen auf die Medium. Bleiben wir einfach bei der Strategie. Wir pushen natürlich jetzt die restliche Runde. Versuchen da jetzt irgendwie noch an Carlos Sainz ein bisschen, dran zu bleiben. Und von seinen schnellen Zeiten zu profitieren in der Situation jetzt. Weil der hat natürlich auch frische Reifen drauf normalerweise. Ja, frische Harte. Das sieht man schon. Er fährt uns jetzt schon um die Ohren. Eine gute Sekunde weg. Reifen stark überhitzt. So, wo kommen wir raus mit Lando Norris? Auf P11. Wahrscheinlich. Oh Gott, nee. Nicht mal annähernd. Oder? Ach, wir sind direkt hinter Tsunoda. Okay. So, dann pushen wir wieder nicht. Schaut denn aus mit den Reifen? Tsunoda hat harte Reifen drauf. Das heißt, momentan werden wir schneller sein. Vettel muss dann noch rein. Q3
Okay, da haben viele harte Reifen. Bin ich mal gespannt. Boah, ärgert mich das mit Ricardo. Vor allem mich ärgert es nicht nur, dass er sich gedreht hat, sondern normalerweise fährst du halt dann bei der nächsten Gelegenheit wieder raus. Der hat wirklich das komplette Feld abgewartet, um vorbeizufahren. Das wundert mich. Normalerweise kenne ich es eher, dass es dann oftmals kritisch wird, wenn sie rausfahren. Natürlich musst du dann aufpassen, dass du niemand anderen gefährdest. Sonst kannst du gleich mal eine Strafe kassieren. Aber dass der gar nicht rausgefahren ist, der hat es nicht mal probiert oder sonst irgendwas. Hat für mich so ein bisschen nach einem Fehler ausgesehen, aber was willst du machen? Ist halt jetzt so. Gut, lassen wir jetzt mal ablaufen. Es ist die ganze Zeit irgendeine Yellow Flag. Ricardo überholt Ocon. Fährt 1.14.5 jetzt auf den frischen, harten Reifen. 1.13.7 Norris mit den Medium. Schumacher 1.14.7 auf den frischen, harten Reifen. Also Schumacher müsste drin sein. Die Frage ist, wie es mit Tsunoda aussieht. Aber wir sind auch mal einige schneller als Tsunoda im Moment. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier mal pushen, dass wir schneller an Mick rankommen. Auch bei Ricardo werden wir ein bisschen pushen. Weil wir jetzt eh schon gleich dran sind an ihm. Ich werde noch ein bisschen IRS einsetzen, dass wir schneller in seinen DRS-Bereich kommen. Ach, verdammt, ist schon wieder leer. Aber es dürfte sich ausgehen, ja, für die nächste DRS-Zone, also für die dann hier unten. Dass wir da dann jetzt im DRS sind, ja. Sehr gut, dann nehme ich das Pushen raus. Das war mir das Wichtigste, dass wir da so schnell wie möglich reinkommen. Wie schaut es bei Ricardo aus? Ja, der kämpft mit Ocon um Platz 13. Nach vorne hin zu Noda. Ein bisschen schneller ist, aber nicht viel. Also das wird nicht viel bringen. So, schauen wir mal. Norris. Das Problem ist halt, Schumacher hat dann 15 Sekunden Rückstand. Also sollte man echt schauen, dass wir mit Mühe und Not irgendwie diesen 10. Platz bekommen. Und alles Weitere lassen wir auf uns zukommen. Wir wechseln oder in 12 Runden und 16 Runden geht dann die Box wieder auf. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. So, Norris muss da jetzt schauen, dass er Schumacher ein bisschen abhängt. Geht sich aber nicht aus. Wieder Yellow Flag. Sektor 3. Gasly hat blockiert. Okay, der ist aber trotzdem noch sehr, sehr weit vor uns, leider. So, jetzt werden wir schauen, dass wir da trotzdem noch ein bisschen pushen. Mal Mick vielleicht aus dem DRS noch kriegen. Ja, hat geklappt. Das war ganz wichtig jetzt. Weil er hat sich doch ordentlich ran... Ach, verdammt, der ist wieder drin. That's what she said. Ja, das ist so blöd, dass unser IRS leer ist. Aber vielleicht kriegen wir es jetzt auf natürliche Weise hin. Natürlich könnte man mit den Reifen auch pushen, aber wir sind da ziemlich... Naja, probieren wir es ein bisschen. Der kommt dann hier immer noch mal ran, aber jetzt hat er keinen DRS. Boah, das ist sauknapp. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, dass er keinen DRS hat. Es wirkt immer so, als würde er in den langsamen Bereichen, beziehungsweise in den Bereichen, wo gebremst wird, ordentlich aufholen. Aber jetzt haben wir fast 2 Sekunden gut auf ihn. Das heißt, ich werde jetzt das Pushen wieder raus tun. Also Platz 10 für den Moment. Ricardo ist nur noch 1,6 hinter Tsunoda. Können wir auch ein bisschen pushen, dass wir ihn jetzt dann schnell mal ins DRS bringen. Und vielleicht auch ein bisschen Abstand auf Tsunoda rausfahren, da achten wir jetzt so ein bisschen drauf. Ricardo, gute Beschleunigung, ist im DRS, perfekt. Damit sind wir jetzt hier nahe dran und versuchen auch gleich zu attackieren, gut so. Weil theoretisch, na gut, Platz 11 bringt uns halt auch nichts. Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns Tsunoda holen, zu Mick ist es dann auch nicht mehr weit. Aber das hilft halt nichts. Platz 11. Gut, ich meine, vielleicht fällt noch wer aus oder was weiß ich. Safety Car wäre schon noch schön irgendwie. Würde ich mir jetzt wünschen. Also so Alonso, dass der vielleicht noch ausfällt. Also nichts gegen Alonso. Aber für uns wäre es natürlich praktisch. So, Ricardo. Gut gemacht von Alfa Romeo. Naja. Joe ist an Ricardo vorbei. Wir haben jetzt schon über 4 Sekunden gut auf Mick. Was auch schon mal nicht so
schlecht ist. Jetzt lassen wir einfach mal weiterlaufen, weil momentan gibt es nicht so viel zu tun. Wir lassen das halt jetzt mal Ricardo ausfahren. Das Gute ist, dass der nachher nochmal auf die Medium-Reifen wechselt. Aber ja, das ist aber wirklich gar nicht so schlecht. Wenn der nochmal auf die Medium-Reifen wechselt, hier haben wir ihn. Da hat man zumindest Joe, der auf die harten gehen muss wahrscheinlich. Naja, kommt drauf an, mit was er begonnen hat. Aber vielleicht haben wir Glück, dass der auf die, dass Joe auf die harten geht. Was? Oh! Hallo! Was ist da passiert? Eieiei. Das war die gleiche Kurve wie bei Ricardo, glaube ich. Damit sind wir auf P12. So, und wie viel? Ja, wir machen auf Mick gar nichts gut. Das ist das Problem. Mit Ricardo mit den etwas abgefahrenen harten Reifen geht halt nicht viel. Und er kämpft auch noch mit Tsunoda hier. Warten wir mal ab. So, jetzt sind wir im Zeitfenster für den Boxerstopp mit Lando Norris. Der ist wirklich so im Niemandsland unterwegs. 18 Sekunden Rückstand, 7 Sekunden Vorsprung. Fährt gleich schnell wie Alonso momentan und 2 Sekunden schneller als Mick. Was ist bei Mick los? Also vielleicht war da gerade was, weil das ist gerade ein bisschen krass. Oder, also er hat wahrscheinlich Zeit verloren, weil er Leclerc vorbeigelassen hat. Das kann natürlich passieren. Wenn der gerade bei einer blöden Stelle versucht zu überrunden. Norris müsste jetzt auch bald überrunden gegen Latifi und Stroll, wobei, wenn die jetzt auf frischen Reifen unterwegs sind, dann kommen wir wahrscheinlich sogar vorher noch in die Box. Das ist für uns gar nicht so schlecht, dann werden wir da von ihnen zeitlich nicht aufgehalten. Die Frage ist, ob wir den Boxenstopp rauszögern und warten, bis die alle in der Box waren, damit wir nicht hinter denen dann irgendwie festhängen. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Aber lassen wir mal laufen. Also Ricardo und Tsunoda fighten dann Platz 12. Na, ich werde Norris bei der optimalen Boxenstopp-Runde reinholen. Er kriegt dann jetzt nochmal die harten Reifen. So, dann können wir auch nochmal pushen die restliche Runde. Alonso ist gerade in der Box. Da müssen wir schauen, dass wir jetzt ein bisschen auf Alonso gut machen, wollte ich gerade sagen. Der klebt schon an uns dran und ist schon wieder draußen. Kleiner Spoiler, wir werden nicht vor ihm bleiben. So, 24 Sekunden. Jetzt können wir nur hoffen, dass da hinten auch noch irgendwer in die Box muss. Schumacher fährt vorbei, Ricardo und Tsunoda fahren vorbei. Die beiden fahren auch vorbei. Na, großartig. Kommen wir vor Ocon raus. Hinter Leclerc. Hat ein Leclerc für Reifen drauf. Frische Harte, okay. Ich habe nämlich gerade gedacht, das wäre relativ blöd, wenn wir da jetzt schneller unterwegs wären als er. Wenn der zum Beispiel abgefahrene Harte hätte oder so. Aber der zieht uns eh schon davon. Hat sich schon erledigt. So, und jetzt müssen wir einfach schauen. Also ein bisschen pushen können wir da gegen Ende auf jeden Fall noch, was die Reifen angeht. Im Moment würde ich mal dabei bleiben. Und wir schauen in der Zwischenzeit jetzt auf Ricardo. Der ist schon bei 45% unten. Also diese Strategie ist halt wirklich sehr am Limit. Wieder gelbe Flagge, wieder kein Safety Car. Safety Car wäre jetzt natürlich ganz cool mit Ricardo. Wäre es ein super Zeitpunkt zu wechseln. Norris ist da schon relativ nahe dran an seinem Teamkollegen. Vielleicht fährt er ihn wieder um, so wie beim letzten Mal. Jetzt müssen wir natürlich schauen, also Ricardo. Nein, was ist denn jetzt passiert? Was war denn das jetzt für ein... Alter, ernsthaft, was sind das für Stümper? Jetzt hat er gute 3 Sekunden verloren. Ich wollte gerade einstellen, dass Ricardo seinen Teamkollegen vorbeilassen soll, aber wenn der sowas aufführt, dann soll er einfach hinten bleiben. Also jetzt gerade so gegen Ende kommt mir ehrlich gesagt Ricardo jetzt nicht wirklich schwächer als Norris vor. Aber ja. Gut, wir holen jetzt Ricardo rein. Der wechselt auf die Medium zum Schluss nochmal. Dann pushen wir jetzt natürlich auch nochmal bei den Reifen. Ricardo kämpft hier noch mit Tsunoda.
Ich hoffe, dass uns diese 3 Sekunden nicht noch killen irgendwie. Weil so. Naja, das mit Schumacher ist eng gerade. Dass wir da noch vor ihm rauskommen. Mit Norris dann. Wobei Norris schon wahnsinnig schnell, der ist schon fast wieder dran hier. Okay, jetzt ist er wieder dran, weil ich gerade unabsichtlich. Norris ist auf P11 und ist nur eine Sekunde hinter Tsunoda und hat jetzt DRS auch noch. Das heißt, das sieht zumindest schon relativ gut aus. Kann man hoffen, dass sich das trotzdem ausgeht, obwohl er diesen Schnitzer hatte mit den 3 Sekunden, dass wir halt jetzt noch gut in die Punkte kommen. Also vor Schumacher sind wir relativ locker. Die Frage ist halt nur, auf welche Reifen der jetzt geht. Ricardo ist draußen. Frische Medium. Die müssen jetzt auch bis zum Ende halten. So, da sind jetzt gerade einige in der Box, aber hauptsächlich die Top-Fahrer. Sainz, Perez, Hamilton, Bottas. Und Norris kämpft hier mit Tsunoda. Der hat abgefahrene harte Reifen. Also da müssen wir jetzt echt vorbeigehen und uns nicht mehr einholen lassen. Vielleicht geht er eh in die Box. Das wäre für uns jetzt super, wenn er da einfach den Weg frei macht. Alter, wie gefährlich war denn das jetzt? Das sollte normalerweise gleich eine Strafe geben hier. Also auf Mick Hammer wissen wir jetzt nicht, weil es von der Zeit hier auf Tsunoda geht. 11 Sekunden Vorsprung, okay, passt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ricardo ist hier hinter Ocon. Wer muss noch rein? Russell muss noch rein. Der Rest wird hier so fertig fahren. Das heißt, Russell ist für uns jetzt natürlich bedeutungslos. Das heißt, wir haben 10 Sekunden Vorsprung auf Mick Schumacher, um diesen Platz 10 zu holen. Das muss eigentlich klappen. Deswegen lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen. 9 Sekunden. Mick ist mit frischem Medium unterwegs. Das heißt, Mick wird wahrscheinlich aufholen. Vielleicht wird es gegen Ende nochmal spannend. Es kann natürlich sein, dass. Also, wir können noch ein bisschen pushen, aber ich spare mir das noch auf, wenn es dann wirklich knapper wird. Im Moment sieht es so aus, als würden wir es trotzdem den Vorsprung halten können. Jetzt haben wir wieder 10 Sekunden. Joe ist, glaube ich, gefährlicher. Na, schauen wir mal. Die pushen sich halt gegenseitig mit DRS, was für uns nicht so optimal ist. Da kommen es dann, ja, gute Sekunde ran. Davon profitieren wir jetzt nicht unbedingt. Ich will wenigstens diesen einen Punkt haben, Leute. Ich will kein Rennen haben, in dem ich nicht punkte irgendwie. Bei Ricardo können wir vielleicht dann minimal noch pushen, aber ich glaube, es bringt eigentlich nichts. Und hier bei Norris könnten wir dann theoretisch bei beiden noch pushen ein bisschen. Im Moment haben wir 9,5 Sekunden. Also wenn es dann runtergehen würde, theoretisch runtergehen würde auf so 5 Sekunden Vorsprung, dann werden wir wieder ein bisschen pushen. Aber im Moment, wenn jetzt kein Fehler passiert oder Safety Car oder was weiß ich was, dann haben wir dann einen relativ gemütlichen Vorsprung. Waren momentan Zeiten von 1:13:2. Topfahrer momentan. Sainz mit 1:11:6. Ja, da kann man auch mit ERS keine schnellste Runde mehr holen. Unfall mit mehreren Autos. Gibt es jetzt Safety Car? Gelbe Flagge nur. Okay. Wen hat es erwischt, ist die Frage. Vettel sowieso. Oh, hat es wieder irgendwen erwischt. Irgendwen, der für uns leider bedeutungslos ist. Ja. Erst Martin und Williams. Vettel, Albon, okay. Gut. Für uns leider bedeutungslos. Safety Car wäre natürlich jetzt. Ja, wobei für uns wäre Safety Car nicht gut gewesen. Dann wäre nämlich Joe in dem Fall wieder an uns dran geklebt. Da haben wir jetzt sogar 11 Sekunden Vorsprung. Wieder gelbe Flagge. Es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wievielte das jetzt war. Von euch wird wahrscheinlich auch keiner mitgezählt haben, aber schon krass. Und dann kein Safety Car, wundert mich halt. So ist es. Nächste gelbe Flagge. Tsunoda in dem Fall. Das heißt, da ist Ricardo jetzt auf P13. Ja. Joe und Schumacher müssten sich noch irgendwie rauskicken. Aber selbst dann wären wir mit Norris nicht in den Punkten. Mit Ricardo nicht in den Punkten. Also, das können wir uns abschminken. Russell mit einem Fehler. Aber der ist halt auch viel zu weit vorn. So, Norris wird jetzt überrundet von Perez und Sainz.
8,5 Sekunden. Also die versuchen gerade gegen Ende nochmal ranzukommen. Wieder zwei gelbe Flaggen gewesen, da jetzt in der Zwischenzeit Latifi hat blockiert. Ja, schon krass. Ist es gegen Hamilton? Letzte Runde. Charles Leclerc führt. Also 26 Sekunden Rückstand. Albon nimmt Kurve für weit. Und 8,5 Vorsprung. Das heißt, da können wir jetzt einfach. Gasly blockiert auch noch. Was ist denn heute los? Ja. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Gut. Also für erste Startreihe ist ein Punkt schon mager. Muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben mit Norris 7 Plätze aufgeholt, mit Ricciardo 11 Plätze verloren. Sergio Perez 17 Plätze gut gemacht, ganz stark. Ein mageres Pünktchen. Das heißt, Konstrukteure sehen wir halt auch, dass Alfa Romeo wieder aufholt, aber gut, die 100 Punkte werden sie jetzt im letzten Rennen dann nächste Runde auch nicht mehr wieder gut machen. Ricciardo entwickelt sich, Jack Doohan und Lando Norris nicht. So, 4 Millionen plus. Und das war's dann aus Sao Paulo. Jetzt schauen wir, was wir bei Ricciardo noch upgraden. Abwehr. So, schwieriges Rennen. Das war's tatsächlich. So, aufstrebender Fahrer. Wilson Lopez. Und Rennvorbereitungen für Abu Dhabi. Das ist dann tatsächlich schon das letzte Rennen. Nächsten Samstag 15 Uhr werde ich es dann, denke ich, wieder hochladen. Vorausgesetzt, nichts passiert in der Zwischenzeit. Ja, ich freue mich drauf. Bin schon sehr gespannt auf den letzten Grand Prix der Saison. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr ja, die Daumen gedrückt habt, obwohl es heute ziemlich blöd für uns gelaufen ist. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.